Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder der Fackelmeister mit dem Let's Play von Stonekeep. Und ja, wir sind in der ersten Ebene von Stonekeep. Außerdem kann man die Helligkeit im Spiel einstellen. So dass es ein bisschen heller ist. Ein bisschen sehr viel heller vielleicht, aber gut. Man kann das bis auf 9 hochdrehen, aber so hell brauche ich es dann auch nicht. Aber ein bisschen heller ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Vielleicht ist das auch zu hell, denke ich gerade. So, 3. Ich mach mal 3. Das ist in Ordnung. Okay, wir sind in Stonekeep. Und inzwischen habe ich Terra-Wachen gelesen. Und im Grunde genommen ist das eine Vorgeschichte von den Großeltern oder Eltern von Drake. Es geht um Rate und Kel. Und wir sind gerade wieder eine Stufe aufgestiegen in List. Einfach so. Ich bin einfach nur ein paar Schritte gelaufen und das war's. Ich glaube, das wird auch dadurch daran gemessen, dann... wenn man sich hier die Falltaste einmal drückt und einen Schritt vorgeht, das steigert den Listwert. Ungeachtet dessen, ob da ein Gegner ist, an dem man das dann testen könnte oder prüfen könnte, die Fertigkeit. Man kann aber auch die Falltaste gedrückt halten und dann wird der Listwert nicht gesteigert. Also wenn man sich einfach schrittweise hier durch diesen Dungeon bewegt, dann steigert man den Listwert. Ich gehe mal hier hoch. Oder auch nicht. Anscheinend geht es da nicht hoch. Na gut, dann müssen wir uns was anderes suchen. Dann müssen wir anderweitig da lang kommen. Weil Schalter gibt es nicht und Schlüssel gibt es auch nicht. Ich werde erstmal die Türme erkunden, soweit ich das kann. Ja, und zwar Rate ist ein Soldat der Donnerburg, der auch schon Runenmagie beherrscht durch einen Ring. Er hat einen Zwergenfreund namens Orvid, was auch sein Ziehvater ist. Und die treffen halt dann eine Schamanin Kel, Kelandra von Arda. Das ist so eine Barbaren-Schamanin. Und die, ich hoffe mal, der Schlüssel passt hier, wird dann quasi dessen Gefährtin am Ende der Geschichte. Das klingt gut. Und die sind dann quasi die Vorfahren von Drake. Okay, Ameise. Vielleicht soll ich ein bisschen kämpfen lernen. Ja, das ist noch eine Ameise. Und die nächste kommt auch. Ich weiß nicht, wo sie verwundbar ist. Vielleicht am Unterbauch. Okay, ich bin eine Stufe aufgestiegen. In was? In Schwert. Okay, jetzt mache ich mir Schaden mit dem Schwert. Das ist gut, dass wir das auch mal trainieren. Ich nehme einen Stein mit. Wühle den Dreck. Ja, und in der Geschichte, das spielt vor der Zeit von... ja, noch mehr Ameisen. Aber okay. Von Drake. Also eine oder zwei Generationen davor. Spielt eigentlich außerhalb von Stonekeep. Also Stonekeep wird da am Anfang erwähnt, aber dann danach nicht mehr. Ja, soll ich mich treffen lassen? Oder ich mich? Und da geht es dann um riesige Gottesanbeterinnen, die plötzlich so eine Handelsgesellschaft von Stonekeep überfallen und hat viel mit den, oder primär mit den Donnerburg-Wachen zu tun. Das ist wohl nördlich von Stonekeep, von dem Schloss, so eine Festung gewesen. So eine hölzerne Festung. Schicke einen Wachtrupp zur Donnerburg. Die Trogs werden schon wieder unruhig. Gezeichnet Corzen. Corzen kommt in der Geschichte nicht vor, aber das spielt ja jetzt auch ein paar Generationen nach der Geschichte in Terra Erwachen, die im Englischen übrigens auch nicht Terra's Awakening heißt, sondern einfach nur Terra Awakening. Also von daher ist die deutsche Übersetzung schon richtig. Ich fand das nur witzig, dass in dem Buch, das damals dabei war, oben steht dann der Titel des Buches, auf den Seiten immer. Und da steht, bis Kapitel 5 steht da Terras Erwachen, nur ab Kapitel 5 steht da dann oben Terras Awakening. Als hätten sie das für die ersten Kapitel gemacht,
Aber dann, das vergessen. Die Geschichte hat auch ein paar Rechtschreibfehler. Oh. Guck, guck. Ich glaube, die kleinen Ameisen tun mir nichts zu leide, sofern ich sie nicht selber angreife. Es gibt kleine und größere. Aber es sind potenzielle Erfahrungspunkte. Ich nehme meinen Wurfsack hier. Und sofort tot. Was haben wir hier? Ein Stein. Okay. Ja. Und da geht es auch schon um Terra und Kulkum. Kulkum, der auch Schattenkönig genannt wird, ist allerdings eigentlich mehr so eine Art auch Sonnengott. Also er ist nicht nur dunkel, verkörpert die Dunkelheit, sondern auch Sonnenlicht. Und die Trox, die auch in der Geschichte vorkommen, Chagas kommen da nicht vor, nur Trox. Fürchten ihn, weil sie Respekt vor... Aber sie verehren ihn auch. Sie respektieren alles, was Stärke ist. Und wovor sie Angst haben, ist halt auch das, was sie respektieren. Ich werfe euch mal mit Steinen ab. Klappt ganz gut. Bonk. Und Stufenaufstieg für... Hey! Ja, unsere Agilität ist gestiegen, nicht die Lebenskraft. Aber das ist ja der deutsche... Übersetzungsfehler. Ja, auch in der Geschichte, in dem Buch, gab es einige Rechtschreibfehler und solche Geschichten. Ja, und einige Formulierungen, da dachte ich, ja, das ist irgendwie direkt aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche, aber das im Deutschen klingt das dann ganz merkwürdig. Da merkt man teilweise, wie der Satz im Englischen hätte klingen oder geklungen hätte und im Deutschen klingt das dann ganz merkwürdig. So als wäre der Übersetzer nicht so ganz... Vielleicht war er ein Engländer, der Deutsch gelernt hat und hat das dann so übersetzt. Aber unsere Gesundheit ist auch gestiegen, das ist schön. Mal Steine wieder auf. Aber es war eine nette Geschichte, also kann man gut lesen. Ist nicht so kompliziert oder sowas. Ist eine einfache Geschichte, die recht wenig mit diesem Stonekeep zu tun hat. Abgesehen von der Tatsache, dass man halt die Vorgeschichte von Drakes Ureltern erlernt. Okay. Ah, ein Raum mit einer Truhe. Aber ist verschlossen. Ist die Frage, ob ich wieder Glück habe und mein Schlüssel hier passt. Klingt nicht so. Nein. Also müssen wir daher nochmal zurückkehren. Da müssen wir noch einen anderen Schlüssel finden. Man findet ein paar Schlüssel und irgendwann findet auch einen Schlüsselbund, an dem wir dann alle bisherigen Schlüssel dran pappen können, sodass wir nicht alle durchtesten müssen. Und oh, da bin ich noch nicht durch. Bis jetzt gibt es nur vereinzelte Chagas und ganz viele Ameisen. In der Geschichte ja, tauchen so Gottesanbeterinnen auf, die mit Runen verschmiert sind, sodass sie eben für die Trox arbeiten, für so einen Schamanen. Das ist dann der Antagonist der Geschichte Terra Erwachen. Und ja, arbeiten für ihn. Aber sonst gibt es hier eigentlich nicht diese Kreaturen, diese Gottesanbeterinnen. Es gibt hier nur die Ameisen. Schlangen gab es in der Geschichte auch, aber das war eine gute Schlange. Ah, hier sind wieder eingestürztes Mobiliar. Das war vielleicht mal mein Zimmer. Warum höre ich seine Stimme nicht? Das müsste er eigentlich sagen. Das war vielleicht mal mein Zimmer. Ah, Ameisen kommen raus aus dem Loch. Ja. Und ich finde ein paar Wurzeln. Ne. Ich will zuschlagen, ja. Was haben wir noch? Noch mehr Wurzeln. Und ich glaube, das hier ist eine von diesen Stellen, wo man häufiger gegen Ameisen kämpfen kann, weil die immer wieder rauskommen. Ja. Hier kann man trainieren in Drakes Zimmer. Außerdem finden wir einen anderen Schlüssel, ja. Wo ich gerade davon sprach. Ich lege die mal schön zusammen.
Da kann man noch ein bisschen trainieren, ja. Ist hier sonst noch was? Wo ist die Ameise hin? Da. Kommen die auch raus, wenn ich direkt davor stehe? Ich glaube, dann kommen sie nicht raus. Die brauchen anscheinend einen freien... Das ganze Spiel ist ja immer noch in Felder aufgeteilt, ja. Quadratische Felder. Sie auch abwerfen. Nicht aus der Nähe. Es sei denn, ich weiche natürlich zurück. So ein bisschen hat man diesen Tanzmodus noch von diesen 3D-Spielen. Echtzeit Dungeon Crawlern. Dass man auch sich im Kampf bewegen kann und dementsprechend hier ausweichen kann. Oder zurückweichen kann, wenn man die Gegner im Fernkampf angreifen will. Ich frage mich aber wirklich, wie das mit den Erfahrungspunkten im Spiel läuft. Ob ich jetzt genauso viele Erfahrungspunkte kriege, wenn ich irgendwas anderes treffen würde. Ob das wirklich nur danach geht, ob ich irgendwas treffe im Spiel. Das wird ja dargestellt durch so ein Blutzeichen. Das ist die deutsche Version 1.3. Es gibt die englische Version nur in 1.2, aber da ist das Blut auch rot. Und ich spiele diese Version, weil das die neueste Version ist und weil die Texte im Deutschen auch richtig dargestellt werden. In der GOG-Version, die man da runterladen kann, die auch in Deutsch ist, sind die Texte allerdings irgendwie mit einem englischen Schriftsatz versehen, sodass Umlaute und solche Geschichten nicht richtig dargestellt werden. Ich spiele hier die Version, die auf der CD von dem damaligen Spiel erschienen ist. Also das war schon auf 1.3 gepatcht, diese Version. Ich denke, was da passiert ist, bei der GOG-Version, ist, dass sie haben die englische 1.2er-Version genommen. Deshalb steht das da auch in der deutschen Version als Versionsangabe. Mit V kann man das ja anzeigen lassen hier. Stonekeep-Version und Safegame-Version ist beides 1.3. Aber in der GOG-Version ist es beides 1.2. Und ich denke mal, dass sie dann einfach die deutschen Texte irgendwie da reinkopiert haben und dann läuft das zwar, ist auch deutsch, aber wie gesagt, die Schriftzeichen sind immer noch, oder der Schriftsatz ist immer noch nicht deutsch, sondern eigentlich noch englisch. So ein Z ist dann Y und solche Geschichten, also da ist irgendwas nicht richtig. Ich frage mich gerade, ob ich hier nochmal eine Stufe aufsteigen kann. Immer diese Blutflecken, die auftauchen, wenn ich da einen Gegner treffe. Also entweder dauert es jetzt ewig, bis ich eine Stufe aufsteige, oder eben so lange, bis ich eine bestimmte Anzahl von Treffern an Gegnern gemacht habe wieder. Ich kann sie ja schnell wegkloppen. Und das ist eine von diesen Stellen im Spiel. Es gibt mehrere, wo dann immer wieder neue Gegner rauskommen. Es gibt das für Ameisen, es gibt das später für Schlangen. Ich glaube, das war's. Ich bin mir nicht sicher. Es könnten irgendwo anders auch noch ein paar Monster rauskommen. Na? Willst du wohl? Ich wundere, dass das Drake nichts gesagt hat. Ja, jetzt sagt er was. Aber das ist nur ein Schmerzensschrei. Au. Vorgehe und dann zurückweiche, kommen die dann sofort raus? Nee, die brauchen anscheinend... Manchmal brauchen sie ein paar Sekunden, manchmal kommen sie schneller raus. Die töte ich jetzt schon mit ziemlicher Schnelligkeit. Okay, ich glaube, wir haben erstmal genug aufgelevelt hier. Oder zumindest Erfahrungspunkte eingesammelt. Dann können wir weitergehen. Den Bronzeschlüssel haben wir jetzt, ja. Ich hätte damit auch die Truhe jetzt auf. Ich sollte mich mit Einzelschritten bewegen.
einfach meinen Listwert zu steigern. Weil das ist dann listig. Wenn man sich stückweise durch die Räume bewegt. So. Das klingt doch gut. Okay. Und wir finden neue Bomben. 2, 3. Aber mehr ist hier nicht drin. Nö. Okay. Gut. So, und in der vorherigen Ebene, oder tieferen Ebene, in der ersten Ebene, kamen wir nicht durch diese Tür, weil die kein Schloss und nichts hatte. Ich glaube, wir müssen sie von hier oben, oder ja. Ich glaube, wir steigen immer tiefer hinab in Stonekeep. Das würde auch Sinn machen. Also sind wir hier auf der obersten Ebene und hier kann man die Tür jetzt öffnen, von dieser Seite. Jetzt sind wir quasi da rausgekommen, wo wir vorher nicht durch konnten. Und jetzt ist die Tür auch auf. Die wir vorhin nicht aufmachen konnten. Ohne Schalter, ohne Schlüsselloch. Es ist einfach nur, ja. Man musste sie von der anderen Seite öffnen. Solche Türen gibt es auch. So, ist die Frage. Haben wir dann hier alles durch? Ich glaube fast ja, aber ich will mich nochmal heilen. Außerdem habe ich da noch was vergessen. Und wer der Meinung ist, dass das Ganze ein bisschen ruckelig ist für so ein 3D-Spiel, das ist es, weil die Engine... keine richtige 3D-Engine ist. Okay, ich brauche einen anderen Schlüssel für diese Tür. Sondern es ist immer noch so eine 2D-Engine mit vorgerenderten, ja, Monstern und auch diese 3D-Umgebung ist nicht wirklich 3D, das sind einfach nur Bilder. Und deshalb ist es halt so, wie es ist. Der Framerate, sage ich mal. Hier war ich schon. Hier war ein Geheimfach. Ja. Das schließt sich automatisch. Ich muss das gar nicht schließen. Das schließt sich automatisch. So als würde sich... Und hier ist nochmal eine Wurzel. Genau. Automatisch zurücksetzen auf etwas, ja, mehr Beherrschbarem. Wieso bist du hier? Oh, zu hoch geworfen. Ja, die Ameisen sind klein. Da muss man niedrig zielen. Zack. Das hat mich jetzt irritiert. Wo kam diese Ameise jetzt her? Die kann nicht von oben gekommen sein. Das geht gar nicht. Die können ja nicht aus Räumen raus. Das hat mich jetzt irritiert. Okay, gehen wir zum Wasser. Und heilen uns. Wir haben jetzt ja mehr als 80 Lebenspunkte. Wir dürfen jetzt 100 haben. Ups, falscher Raum. Man kann auch nicht rückwärts durch Türen wieder zurück. Man muss vor der Tür stehen. Man kann nicht sofort wieder aus einem Raum zurück, weil Drake automatisch die Tür hinter einem schließt. Nur Lebenspunkte. Also muss man sich immer zur Tür hindrehen, um rauszukommen. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man dann quasi in einen Raum reinprischt oder reinrennt. Dass man nicht sofort raus kann, sondern man muss sich erstmal drehen und das gibt eventuellen Gegnern ja die Möglichkeit, einen zu treffen. Okay. Ich denke. Dann können wir jetzt dahin, wo wir bisher noch nicht waren. Warte mal, das habe ich durch. Das habe ich durch. Das habe ich auch durch. Okay, dann sind wir mit Eingang eigentlich durch. Wir sind ziemlich durch. Und ja, das Einzige, was wir noch, wo wir noch lang gehen können, wäre vielleicht das da hinten. Oder hier in der Mitte. Können wir da durch? Ja, da geht's auch. Müsste es eigentlich.
Also müssen wir wahrscheinlich wieder von der anderen Seite kommen und da vielleicht ein Schloss öffnen oder einen Schalter umlegen. Da war das Schwert drin. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt mit dem Schwert? Okay, genauso viel wie vorher. Aber unsere Genauigkeit ist auf 68 schon mal gestiegen. Steine machen 9 Brechenschaden. Damit brechen wir Knochen. Okay, ich höre Leute hinter der Tür rumlaufen. Durch die Wände von Stonekeep hindurch. In den Chaga-Raum, wo wir das Buch gefunden haben. Und hier gibt es nämlich auch noch einen. Ja, da habe ich schon geguckt. Alles klar. Na gut, hätte ja sein können. Ist hier noch was im Heu? Nö. Brauchen einen Schlüssel. Die Frage ist nur welchen. Den Messingschlüssel. Oh, da kommen welche an. So, ich versuche sie abzuwerfen. Um mich nicht treffen zu lassen. Ich kann ja so durch sie durchlaufen, zum Glück. Einer schon tot. Der zweite ist tot. Sehr schön. Diesen töte ich im Nahkampf. Und er ist auch tot. Hey, ich habe keinen Schaden genommen. Es bringt am Anfang sehr viel, wenn man sich mit den Gegnern... Oh, da kommt noch mehr. Auf Fernkampf spezialisiert, weil man hat noch nicht so gute Waffen. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr Schaden genommen jetzt. Oh, sie sind abgehauen. Dann nehme ich doch meine Steine wieder auf. Wo sind sie hingelaufen? Ich glaube, sie sind da runtergelaufen. Ah, Chaga-Schwerter und ein paar Wurzeln hat dieser Kerl gedroppt. Okay, klären wir erstmal die Flure. Das waren mal Bierfässer. Hier kann ich was aufnehmen. Oh, ein Hammer. Ist hier noch Bier drin? Nee, es ist ein Chaga drin. Mit Schluck auf. Und der greift uns auch nicht an. Aber mit dem... Okay, wenn du mich nicht angreifst... Ist die Frage, soll ich ihn töten oder nicht? Ich meine, er ist nur betrunken. Ich lasse ihn mal da stehen. Bierlager. Warum raided Drake nicht mit mir? Ich meine, das kann ich hier mal testen. Ich werde mal speichern. Und dann mal neu laden. Oh, er hat ordentlich gerülpst. Sehr frech. Bis gleich. Okay, ich hab's jetzt. Ich habe die F8-Taste gedrückt und das schaltet Sprachausgabe aus. Oder ein. So,
Jetzt Bierlager. Bierlager, 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 Bierlager. Okay, Schluck auf, Schager, bleib da stehen. Ich kümmere mich erstmal um deine Freunde. Was haben wir hier? Oh, eine Geheimwand. Und ich höre da jemanden kommen. Da. Hallo. Oh, er wirft mit... Er wirft jetzt auch mit Sachen. Mit Schädeln und Steinen. Aber die haben auch eine begrenzte Anzahl von Steinen dabei. Das heißt, irgendwann sind die Gegner erschöpft mit ihren Sachen, die sie werfen können. Wo seid ihr? Okay, dann töte ich dich im Nahkampf. So, einer rennt hier noch rum. Flüchtet. Ja. Jetzt rennt er da rum. Kämpfe! So. Dann nehme ich mal den ganzen Krempel auf, den ihr habt fallen lassen. Ein paar Wurzeln. Dann ist hier erstmal ein bisschen Ruhe eingekehrt in diese Gänge. Glück. Und hier liegen so Teller auf dem Boden und natürlich kaputte Möbel. Ah, das sieht nach einem weiteren Ameisenloch aus. Ich glaube... Serviert. Elisabeth, das ist dann ja wohl die Dame aus dem Intro, die mit den Äpfeln, zumindest denke ich das. Man kriegt hier wenig Informationen, aber es würde Sinn machen. Das war die Küche, jo. Und jetzt kommen die Ameisen raus, sobald man hier die Getreide- oder Maissäcke hier aufmacht. Na, wo seid ihr? Kommt her. Kämpft. Da kommen aber ziemlich viele raus. Das ist auch wohl so ein Nachschubort für Ameisen. Die kommen sogar raus, wenn ich einfach nur direkt davor stehe. Aber es kommt dann auch eine heroische Musik, die andeutet, dass man einen Kampf gewonnen hat. Bis jetzt sind noch keine neuen Ameisen da rausgekommen, also denke ich mal, das ist doch eine endliche Geschichte. Wobei gerade hier würde ich denken, dass da ganz viele rauskommen, weil es gibt ja lecker Mais hier. Oder Getreide. Das ist die große Halle. Mit viel Dreck. Ja, hier haben sie alle genug gefeiert und es gab hier was zu essen in Stonekeep. Aber dann wurde alles anders. Dann kam Kulkum und hat alle getötet. Durch einen komischen Nebel. Ein Schädel. Hier ist noch ein intakter Tisch. Ich töte den Tisch. Ich töte auch den Stuhl. Für den Fall, dass dahinter irgendwas ist. Weil sonst komme ich nicht dran vorbei. Dann lasst mich mal sehen. Gibt es hier sonst noch was? Nö. Hier habe ich schon geguckt. Okay, immer schön auf die Karte gucken, damit man auch weiß, wo man schon gewesen ist. Der Bierschager. Ach, weißt du was? Du gibst mir Erfahrungspunkte, also... Er wehrt sich aber auch nicht. Na, also jetzt ist er tot. Hat er irgendwas dabei gehabt? Hat er tatsächlich ein Schagerschwert dabei? Ich sammle Schagerschwerter. Jeder Schager hat ein Schagerschwert.
Als wären sie massenproduziert worden. Alle sind vollkommen identisch. Gehen wir mal hier entlang. Gibt es irgendwelche Schilder? Hier. Ah, die Schmiede. Das klingt doch gut. Und ich höre Ameisen dahinter. Das war nicht richtig. Das ist richtig. Und Ameisen. Ich werfe sie einfach ab. Ein paar mehr Ameisen da. Oh, das ging irgendwie voll daneben. Hat weder den davor noch dahinter getroffen. Yeah, macht Sinn. Pfeile. Ah. Kriegst einen Stein an den Kopf. Gibt es geheime Schalter an den Wänden? Hier ist ein Stab. Das ist so eine Kampfwaffe, so eine Eisenstange. Mal sehen, wie ich mich damit schlage. Na toll. Beide Hände, Drake. Ja, geht ganz gut. So, finde ich. So sieht eine Stabwaffe aus. Ja. Bäm. Bäm. Wie sieht denn der Hammer aus? Kann ich den auch mit einer Hand führen? Ziemlich langer Stab. Ich lege mir nochmal den Schild in die Hand. Zack. Ja, geht. Das ist der Hammer. Yay! Yay! Aber ist auch nicht ganz so flott wie mein Schwert, glaube ich. Also werde ich dabei bleiben. So cool ein Hammer auch ist. Gibt es hier noch etwas? Nö. Aber da gibt es etwas. Und zwar ein Helm. Oh. Den können wir uns auf den Kopf setzen. Yay! Vielleicht sollte ich mich ein paar Mal treffen lassen. Und der Schildwert steigt. Ich meine, das sind ja bloß Ameisen. Treffen mich auch gar nicht. Okay, jetzt wird's kritisch. Oh, drei Ameisen auf einem Haufen. Schädel, Pfeile. Ein weiterer Dolch. Noch ein Dolch. Eine Axt. Wie sieht denn eine Axt aus? Oh ja. Sehr axtig. Nach links und nach rechts gehauen. Wie viel Schaden mache ich denn damit? Neun brechen, zwölf schneiden. Ist gar nicht mal verkehrt. Könnte besser sein als mein Schwert. 8, 9, ja. Aber die Genauigkeit, 68 beim Schwert und 44 bei der Axt. Okay, da bin ich auch nicht so gut drin. Das scheint wohl der Schmiedeofen zu sein. Das Feld kann ich nicht betreten. Wir hören es knistern und wir haben Feuer. Ja, und hier jetzt kann man eine Sache machen. Ich das noch richtig im Kopf habe. Man kann die Dolche nehmen. Sie da reinlegen. Da reinwerfen. Ne, geht doch nicht. Ich dachte, ich könnte sie erhitzen und dann wäre da so ein Feuerzauber drin. Aber ich glaube, das sind Einzelgegenstände. Die
Diese Ameisen schlafen. Irgendein Wert hat sich verbessert. Es ist der Schildwert. Okay, sehr gut. Das hat doch was gebracht, mich ein paar Mal treffen zu lassen. Wobei die ersten Stufen gehen noch ganz schnell und die anderen sind natürlich entsprechend langsamer. Eine Heilwurzel. Nehme ich gerne mit. Eine verschlossene Truhe. Klingt beides nicht, als hätte ich damit irgendwas geöffnet. Da brauche ich wohl einen anderen Schlüssel. Na gut, wenn dem so ist. Dann muss ich nochmal wiederkommen. Was haben wir hier? Gefährliche Materialien. Mal sehen, wie gefährlich die sind. Nein. Ja. Ich sehe Fässer. Die werden natürlich gleich mal zerschlagen. Und wir finden weitere Bomben. Schick. Drei Stück. Können wir auch bald gebrauchen. Es gibt ja auf dieser Ebene eine Art von Endboss. Oder doppeltem Endboss. Oh, Chagas. Oh, ich habe keine Wurfwaffe angelegt. Hey, gleich getötet. Der Chaga ergreift die Flucht. Er kommt wieder. Da. Jo. Na gut, dann gehen wir in den Kampf. Nur drei Treffer gebraucht. Wie gesagt, die Geheimwände, wenn es die gibt, sind immer an derselben Stelle. Zumindest in diesem Grafikset. Oh, hier ist, glaube ich, etwas, was mir wehtut. Kann man nämlich was rausgreifen, das ist das nämlich. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir es vorher löschen würden, das Feuer hier. Ich brauche nur einen Schalter. Oh, da ist der Chaga. Eigentlich sollte der da stehen und uns bewerfen. Au! Ja, und hier sind nämlich diese Feuerdolche und die haben Magie in sich. Wenn ich die mal anlege und dann angreife, dann schieße ich damit. Hat allerdings nur begrenzte Ladung. Da ist auch ein zweiter drin. Und das war's. Ja, und hier kommen wir jetzt leider nur vorbei, indem man sich einmal durchs Feuer begibt. Au, das hat natürlich wehgetan. Und da ist der Chaga, der uns abwerfen will. Au. Oh, ich bin kritisch. Aber zum Glück stirbt er schnell. Ja, und der hat auch ein paar Wurfgeschosse dabei. Die werfen gerne mit Steinen oder mit Schädeln. Ich nicht. Ich werfe nur mit Steinen oder Pfeilen. Und ein weiterer Heiltrank. Noch ein Heiltrank, auch grün. Aber anders grün. Und das war's. So, wie kriegen wir das Feuer jetzt aus? Es muss hier einen Schalter geben eigentlich. Oder nicht? Wo bin ich denn gerade? Es gibt hier keinen Schalter. Ups. Ja, ich könnte sterben. Hä? Da war doch was.
Was war da doch gerade? Die Hand hatte sich verändert. War das hier noch diese Truhe? Das Spiel ist mal ein bisschen buggy, will mir scheinen. Au. Okay. Das hat wehgetan. Dann sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ah, Heilwurzel. Hier ist ein Hebel. Ja, das tut es in der Tat. Und hier hat sich eine Tür geöffnet mit Tränken und auch einem Glibbertrank. Zwei davon. Was war das andere, was ich aufgenommen habe? Wo ist das gelandet? Ganz oben? Nee. Und noch eine Bombe. Dann haben wir 10. Immer wieder ein bisschen mehr. Okay. Karte. So, da waren wir. Da komme ich nicht hin. Da ist noch ein Raum. Aber ich bin so geschwächt, dass ich tatsächlich sagen würde, wir heilen uns erstmal wieder. Und zwar da, wo es kostenlos ist. Wenn uns keine Ameisen über den Weg laufen, dann sollte das auch kein Problem sein. Aber das dürfte eigentlich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo diese eine Ameise dahergekommen sein soll. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es sei denn, die ist wirklich immer dann um den Kreis gelaufen, wenn ich auf der anderen Seite war. Und ich habe sie immer verpasst. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür finden kann. Dass ich einfach nicht genau geguckt habe. Hier ist Kevin von Bass. Und daneben ist Heilung. Frisches Wasser. Das ist eine Terra Fountain, eine Terra, ein Terra Springbrunnen. Auf dieser Ebene gibt es einen, auf der nächsten Ebene. Und danach ist erstmal für eine Weile Schluss, aber das hat auch seinen Grund. Weil dann wird die Heilung ersetzt durch etwas anderes, durch magische Heilung. Ich liebe es, hier durch diese Gänge zu kriechen. Das ist wirklich, als würde man selber so ein kleines Abenteuer erleben. Ich finde das echt toll. So, wir waren im inneren Kreis. Jetzt muss ich dahin auch wieder zurücklaufen. So ein bisschen Backtracking hier machen alles, aber gut. Ich werde mal versuchen, den südlichen Gang hier aufzumachen, der hier sicher ist. Faust. Drakes Faust. Die Tür kriege ich nicht auf. Man erfährt ein bisschen was in Terra Erwachen über Stonekeep und vor allen Dingen die Donnerburg. Das waren ja einfach nur so Wachleute. Oder Speer auch, die einfach das Gebiet um Stonekeep erkundet haben. Nur ein paar Knochen. Sonst nichts, das kann ich ja gar nicht glauben. Aber dem ist wohl so. Ja. Minimale Erfahrung haben wir dafür bekommen. Ich will noch ein bisschen schleichen. So, und dann. Höre ich da irgendwelche Chagas? Da sind sie. Okay. Komm. Komm her und kämpfe. Na, bist du wohl? Oh, ich hab den
Tool kaputt gehauen. Und selbst im Nahkampf wirft er noch mit, Schädeln. Alles, was er eventuell noch im Inventar hatte, droppt dann ja sowieso. Wenn er es nicht weggeworfen hat, dann finde ich das, nachdem er erschlagen ist. Ein Tisch. Der Tisch kam weg. Wo bin ich? Yep. So. Und hier ist etwas Verdächtiges. Hier liegt ein toter Schager. Den haben wir nicht getötet. Der ist einfach gestorben. Wodurch ist er gestorben? Wahrscheinlich sind das diese Löcher an der Wand. Und das stimmt auch. So, und ich weiß nichts anderes, als einfach durchzurennen. Ich werde getroffen, und zwar heftig. Aber dafür werden Pfeile gedroppt. Ich kann das mehrmals machen. Da würden immer wieder neue Pfeile rausschießen. Aber das würde mich ordentlich verwunden und, ich will erstmal die Falle ausschalten, aber das geht nur, nachdem man einmal durchgelaufen ist. Und da haben wir Chagas. Der hat uns nicht bemerkt. Okay. Wie wäre es mit einem Pfeil in den Rücken? Oh, und da sind noch zwei. Stufenaufstieg. Sehr gut. Das habe ich gerade gebraucht, mehr Lebenspunkte. Oh, er ist auch gestorben. Und wir haben Wurzeln. Ganz viele Wurzeln. Kann ich auch gut gebrauchen. Ich meine, es war gut, dass ich hier auch meinen Stufenaufstieg hatte. Ansonsten... Aber man müsste ja durch die Falle auch wieder zurücklaufen, sollte man meinen. Aber es gibt hier so einen Knopf. Wenn ich den drücke, ist die Falle deaktiviert. Ich kann sie auch wieder aktivieren, wenn ich mehr Pfeile bräuchte. Und kein Problem damit habe, mich treffen zu lassen. Eine geheime Nische. Mit einem weiteren Trank. Ihr merkt vielleicht schon, ich gehe sehr sparsam mit Tränken und Wurzeln um. Und wir finden hier tatsächlich ein paar Dokumente. Ein bisschen Backstory. Wir fangen mal oben an. Unterfechter. Okay. Das ist wohl das Datum. Saufen 28 Rakshie. Ich denke mal, Saufen ist ein Monat. 28 der Tag, natürlich. Und Rakshie ist das Jahr. Weil unten steht ja auch Tartis 8 Rakshie. Also würde ich sagen, Tartis ist... Oder ist es der Tag? So Montag, Dienstag, Mittwoch oder sowas. Und Rakshie ist das... der Monat. Aber... bis er in einer 10-Nacht wiederkehrt, was auch immer eine 10-Nacht ist, dann wäre 8 ja... es muss ja in der Zukunft liegen, es müsste ja 29 oder 30 sein, oder auch 31 oder 32 oder 64 oder 5000, je nachdem, wie viele Tage so ein Monat oder Jahr oder wie auch immer das berechnet wird, hier hat. Also Unterfechter Kortzen, von dem haben wir schon ein Dokument gefunden, der noch mehr Leute zur Donnerburg schicken wollte. Und er ist Unterfechter. Und Fechter Raphael, das wird dann ja wohl sein Vorgesetzter sein, weil der ist ja kein Unterfechter, er ist ein normaler Fechter, ist zu wichtigen Geschäften unterwegs ins Reich der Zwerge. Bis er in einer 10-Nacht wiederkehrt, tat es 8 Rakshie, bin ich verantwortlich für die Wächter von Keep. Ja, Stonekeep. Und ja, das hat hier also Kortzen geschrieben. Also Kortzen hat übernommen, nachdem Raphael zu den Zwergen unterwegs war. Pack das zu den anderen Pergamenten. Wieso? Okay. Also um der Desertation vorzubeugen, muss er mehr Deserteure anheuern. Okay. Das ist Tartis 4 Rakshie.
Okay, die werden wohl alle nervös und hauen langsam ab aus Stonekeep. Es war nicht die falsche Entscheidung, würde ich sagen, weil sind ja alle tot jetzt. Oder schon seit 10 Jahren. Sehr gut. Super gemacht, Kortzen. Du hast den Boten bestraft. Ist doch gut, dass du überhaupt eine Nachricht kriegst, dass Monster in den Tunneln des Zwergenreichs sind. Da weiß man zumindest, was Sache ist. Ob man dann darauf reagiert oder nicht, ist ja eine andere Geschichte, aber gut. Ja, Kortzen war wohl ein bisschen nervös oder überfordert. Aber er war ja auch nur ein Unterfechter. Er war nicht ein voll ausgebildeter Fechter. In der Geschichte Terra Erwachen ist es übrigens auch so, dass unser Hauptprotagonist in der Geschichte, wie ist er nochmal, wie hatte ich das aufgeschrieben? Moment mal. Ich habe mir doch Notizen gemacht. Die haben alle so komische Namen. Rate ist auch der zweite Aufseher der Donnerburg und es gibt da auch einen ersten Aufseher, Hoth. Der dann allerdings recht schnell das Zeitliche segnet. Spoiler! Aber das ist dann so eine ähnliche Dynamik wie hier mit dem Oberfechter oder dem normalen Fechter und dem Unterfechter. Nee. Auch hier nicht der richtige Schlüssel. Das war der richtige. Jetzt habe ich zumindest die Tür zu dem Gang hier geöffnet. Ist ja auch schon was. Oh, ja gut, das war die Wachstube. Die war auch gut bewacht durch eine Falle. Haben es sich dann 3 Chagas bequem gemacht. Es hat auch alles diese coole Atmosphäre von einem Ort, der mal belebt war und überrannt worden ist. Und man ist jetzt quasi dabei, das alles aufzuarbeiten. Der Ratsraum. Der befindet sich hier direkt in der Mitte. Steine. Zertrümmerte Knochen. Man kann manchmal, wenn man die Tür so ein bisschen... Man kann sie so ein bisschen öffnen. Dann sieht man dahinter, da ist etwas. Da ist irgendeine Holzgeschichte. Ein kaputter Tisch oder ein intakter Tisch. Den wir natürlich zertrümmern werden. Aus Prinzip. Ameisenloch. Aber... Weiter... Ist hier wohl nichts. Oder doch? Doch hier. Ah, ein weiterer Heiltrank. So, und das ist die Tür, die wir von der anderen Seite nicht aufmachen konnten. Vielleicht geht das ja jetzt mit einem unserer Schlüssel hier. Ja, mit dem Bronzeschlüssel. Gut. Was haben wir hier noch? Schädel und Knochen. Ein bisschen Stroh mit Wurzeln. Die kann man fast gar nicht sehen. Und Münzen. Hey, wir haben schon 2 Münzen. Wertlos. Für uns. Okay, das sieht doch schon ziemlich aufgeklärt aus hier. Bis auf das eine Feld, aber da komme ich ja nicht hin, weil das dann ein unzerstörbarer Tisch steht. Durch die anderen Sachen komme ich nicht durch. Das heißt, wir können uns nochmal heilen und dann ab in den Ratsraum. Aber ich glaube, ich kriege das auch so hin. So, Werte, hey, Stärke und die Gesundheit ist damit auch gestiegen. Ich glaube, Stärke steigert automatisch auch die Gesundheit, aber Agilität tut's nicht. Merkwürdig. Ja,
das Spiel ist ein bisschen undurchsichtig. Ich meine, es ist ja schön, dass das Spiel so ist, dass man nicht so viele, das alles selbsterklärend ist weitestgehend. Hier hat man dann halt sein Inventar und den magischen Spiegel und das Buch hier oben mit der Maus einfach nur viel wird bedient, aber es gibt auch wenig Informationen. Einerseits ist das cool, weil man es quasi selbst wie Drake, jetzt machen wir auch mehr Schaden, dank höherer Stärke. 11-12 mit unserem Breitschwert. Einerseits ist es cool, moin. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ja, man manchmal ein bisschen mehr Informationen hätte. Ich muss ja jede Waffe anlegen, um zu sehen, wie viel Schaden ich da gerade mit mache. Es bringt mir auch nichts, das hier einzutragen, weil das verändert sich ja mit jedem Stärkewert sowieso wieder. Da muss ich jedes Mal nachtragen. Aber um das überhaupt zu sehen, muss ich die Waffen ja anlegen und dann ins Inventar gehen. Ein übelriechendes Trockebräu. Ah, das will ich ja nicht haben. Karaffe mit grünem Gebräu. Ein hellgrüner Trank. Die Klinge ist warm. Das ist dieser Feuerdolch. Diese Axt ist zum Werfen ausgerichtet. Oh, gut. Ein etwas zerbeulter Helm. Ein Schlagstock, ein normaler Hammer und eben der Bronzeschlüssel. Ein gesunder Trank. Ja, den Helm habe ich auch auf den Kopf gesetzt. Und damit haben wir jetzt Verteidigungswerte von 2, 3, 4. Ohne Helm. Ich leg den mal kurz ab. 2, 2, 3. 2, 3, 4. Also einen auf Brechen und einen auf Schneidenschutz. Ich meine, ist besser als gar nichts im Moment, wa? So, das ist der Ratsraum. Ist abgeschlossen. Ist auf. Und da haben wir zwei Chagas. Und die sind etwas größer als die anderen Chagas, die wir bisher gesehen haben. Und ja, das sind die Endbosse dieser Ebene. Hallo. Shucks. Kritik denken, Schax stoppt Monster. Kritik und Schax kriegen Monster? Ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Nö. Und sie greifen uns auch sofort an. Ich werde hier abhauen. Weil die sind ziemlich stark. Und wenn sie da gerade so schön dusselig in der Gegend rumstehen, schön auf einem Haufen, dann haue ich denen noch einfach eine Bombe an den Kopf. Und sie drehen sich einmal im Kreis und laufen dann zur anderen Seite hin. So, die würden aber wieder angreifen, sobald ich da reingehe. Jetzt werde ich natürlich auf die andere Seite gehen, weil dieser Raum hat zwei Eingänge. Und werde den da nochmal überraschungstechnisch eine Bombe um die Ohren hauen. Wie das so ein Stratege halt macht. Natürlich muss ich erstmal die Tür aufmachen. Dieser Seite. Jetzt stehen sie nämlich da. Mal gucken, ob ich weit genug werfen kann. Jawohl, es hat geklappt. Und sie rennen wieder rüber, zumindest einer von denen. Okay, zum Speichern wird die Tür geschlossen, aber das ist okay. Dann komm mal her. Oh, die hauen. Yep. Ich kriege hier Probleme. Ich muss hier raus. Oh, sie haben mich doch von hinten erwischt. Ah, ja. Ja, das meinte ich. Diese Kerle sind etwas tougher. Ich meine, wenn die Wurf zum Axt ausgerichtet ist, die Axt zum Werfen, dann mache ich doch das. Oh, voll daneben. Komm wieder mit. Au, 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 au. Sie hauen mir voll in den Rücken. Okay. Zweiter Versuch. Yay! Und sie hauen gleich wieder ab. Ich meine, die sind hier nicht ganz dumm. Ja? Bleiben nicht einfach stehen. Schicks und Krax oder wie der jetzt hieß. Den erwische ich mit dem Pfeil so nicht. Vielleicht ein bisschen weiter nach links. Zielen! Ja, da geht's gegen die Wand. Ne. Okay, probieren wir es so. Und der andere sieht das auch sofort. Und schon wieder gestorben. Ja, geht gleich ins Menü. Das finde ich auch ganz nett, dass es da keine lange Sterbeanimation gibt oder sowas.
Wisst ihr was? Kommt doch nochmal her. Au, 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 haut mir in den Rücken. Ja, ist okay. So, dann steht ihr schön wieder dumm da. Ich hau euch noch eine Bombe an den Kopf. Und sie leben immer noch. Das sind drei Bomben, die ich jetzt an denen schon vergeudet habe. Oder genutzt habe. Das ist meine Strategie. Ich lasse mich im Rücken vermöbeln. Und beide sind tot. Ja, sehr gut. Ah. Heilung. Chaga-Schwerter. Und unsere erste Kugel. Das ist faszinierend. Sie sieht jener magischen Kugel ähnlich, die Kulkum benutzte, um Tera zu fangen. Ich frage mich, ob nicht noch ein anderer der verlorenen Götter hier drin gefangen ist. Ich sollte die Kugel untersuchen. Ja, untersuchen bedeutet, sie auf den Boden zu legen vor uns. Diese Kugel hat nämlich diese Fertigkeit. Sie kann uns einen Ausschnitt der Karte darstellen. Und da sehen wir schon, dass hier ein Geheimraum sein muss. Das ist im Grunde genommen so ein Tool, um dann geheime Räume zu finden, die man sonst nicht sehen würde. Man muss dazu diesen Planeten hier direkt vor einen ablegen. Und dann braucht es einen Moment und dann taucht diese Karte halt auf. Und damit haben wir schon mal einen der Kugeln oder Planeten. Es gibt laut der Geschichte Terras Erwachen gibt es 10 Götter, 10 jüngere Götter. Es gab alte Götter und jüngere Götter. Und die jüngeren Götter sind dann durch Kulkum, also die Sonne oder auch den Schattenkönig, er ist wohl beides, verbannt worden in den Weltraum und wurden dann zu Planeten. Und deshalb sind sie hier auch quasi die Planeten. Und das hier ist ja dann Saturn. Die hatten auch alle eigenen Namen, aber das steht hier leider nicht dabei. Vielleicht unter Dingen jetzt. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, wie sie alle hießen. Die Aphris-Kugel. Okay, das ist Aphris. Ich meine, es müsste Saturn dann sein. Ich meine, der Ring ist ja ziemlich klar erkennbar. Bei den anderen muss man ein bisschen mehr auf die Farben achten. Und wir finden einen weiteren Schlüssel. Ja, das wird der Schlüssel sein, den wir brauchen für die anderen Türen, die wir noch nicht öffnen konnten. Außerdem finden wir eine weitere Schriftrolle. Okay. Ah, es gibt einen Magier Ikarius und der hat wohl für den Rat eine Drachenstatuette verzaubert. Und damit wurde der Durchgang zum Zwergenreich versiegelt. Also wenn wir zu den Zwergen wollen, was wir wahrscheinlich auch müssen, und ich sage ja, wir müssen, brauchen wir diese Drachenstatuette. Möbel. Hier hat der Rat getagt. Zwei Leute. Nimm dies, nimm das, nimm dies. Ich suche nach Schaltern. Ich meine, hier ist sowieso alles tot. Die haben kein Problem damit, dass ich die Möbel kaputt haue. Ein Schalter. Den ich drücken will. Den ich drücken will. So. Und hier war ein Geheimraum mit ein paar neuen Bomben. In meine unverschlossene Truhe mit Heiltränken. Wenn ich rausgehe aus dem Inventar und dann irgendwas ablegen will, dann wird automatisch der Gegenstand, wenn ich ihn schon habe, ein identischer, wird dann hier auch aufgeführt, da muss ich nicht so viel suchen. Also waren hier noch ein paar Heiltränke drin. Was sagt meine Kugel? Gibt es hier noch mehr Geheimräume? Was sagt die Aphris-Kugel? Das sieht nicht so aus. Na, hier ist noch was. Eine Superwurzel! Das ist, glaube ich, die stärkste Wurzel im Spiel, die man finden kann. Momentan haben wir nur eine davon gefunden, aber es gibt ein paar mehr später. Das ist quasi eine abgegradete Wurzel. So. Dieses Feld kann ich nicht betreten, weil hier so ein Schrank ist und den kriege ich nicht kaputt. Ich glaube,
glaube, dann sind wir weitestgehend durch mit dieser Ebene. Jetzt gibt es hier Übergänge sozusagen in die zweite Ebene von Stonekeep. Einmal hier und einmal hier. Gibt es noch mehr? Ne, das sind die beiden. Die Frage ist bloß, in welchen ich hinabsteige als erstes. Ich glaube, es macht Sinn. Ja, ist glaube ich egal. Also am meisten Sinn macht sowieso, mich erstmal wieder zu heilen, weil ich bin ziemlich angeschlagen durch diesen Kampf gegen die zwei Superkerle. Obwohl, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ich stand im Türrahmen und habe den Bomben um die Ohren gehauen. Ja. Aber das ist gegen die, glaube ich, auch ganz angemessen, weil die sind sonst ziemlich heftig oder ziemlich stark. Tja, bis jetzt haben wir Ameisen und Chagas kennengelernt und wir werden noch ein paar andere Kreaturen kennenlernen, je tiefer wir hinabsteigen in die Gewölbe von Stonekeep. Stonekeep selbst hat eigentlich nur, ja, so gesehen drei Ebenen. Danach geht es in andere, ja, Welten. Ich versuche mal wieder ein bisschen meinen Listwert zu steigern. Indem ich Schritt für Schritt vorpresche. Aber ich bin ja jetzt schon auf Stufe 3 mit der List. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie mich da in dem einen in der Wachstube nicht gehört haben. Ich konnte dem einen Chaga ja so einen Pfeil in den Rücken schießen. Fand ich ziemlich cool. Sonst, wenn ich da reingehe, 120 Lebenspunkte. Es ist so, dass alle drei auf mich zustürmen. Vielleicht bin ich auch nicht bedacht genug vorgegangen oder ich habe den einen Chaga schon damals abgeworfen und habe die anderen damit alarmiert. Ich finde das auch cool, dass die so eine Intelligenz haben und wir haben ja gesehen, dass die mehrmals vor mir weggelaufen sind und so. Chagas sind ziemliche Feiglinge, aber die zeigen halt diese KI, die dahinter steckt, so ein bisschen. Ich glaube aber, dass es irgendwie zufallsbedingt, je nachdem wie viel Schaden sie genommen haben, gibt es eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, ob sie weglaufen oder nicht. Andere Gegner sind nicht so feige. Wo war jetzt die Tür? Ach, da oben. Okay. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen weit gespielt wieder, bevor ich dieses Let's Play angefangen habe. Danach wird es für mich auch wieder unbekanntes Terrain im weitesten Sinne, weil ich habe es ja schon einmal durchgespielt, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich wollte das nur so weit auffrischen, dass ich mich einigermaßen sicher fühle im Spiel wieder. Ja, jetzt geht die Tür auch auf. Ab in die nächste Ebene. Hier werden wir jemanden kennenlernen. Einen der bekannteren Charaktere aus dem Spiel. Aber das zeigen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stonekeep. Bis gleich.